Hallo zusammen bei Frau Weber Digital. Heute sprechen wir über Possessivpronomen und Possessivartikel. Pronomen kennst du bestimmt schon, sie ersetzen ein Nomen. Possessivpronomen nennt man auch besitzanzeigende Fürwörter. Sie beschreiben also, wem etwas oder jemand gehört. Jedem Personalpronomen kann man ein Possessivpronomen bzw. Artikel zuordnen. Ich habe dir die Personalpronomen einmal aufgeschrieben. Zu ich gehört mein. Zu du, dein. Er, sein. Sie, ihr. Wir. Unser, ihr, euer. Und zu sie, ihr. Im Plural sieht das dann folgendermaßen aus. Dann ist das meine, deine, seine, ihre, unsere, eure und ihre. Wir hängen also hinten immer das E dran. Wenn das Possessivpronomen direkt vor einem Nomen steht, dann ersetzt es ja kein Nomen, deshalb sprechen wir dann von einem Possessivartikel. Ein Beispiel wäre, das ist meine Katze. Und du siehst hier, dass sich der Possessivartikel verändert hat. Das E ist hinzugekommen, aber es ist kein Plural. Das liegt daran, dass das Nomen, das ich hier habe, die Katze, feminin ist. Und bei allen Nomen, die feminin sind, also den Artikel die haben, kommt auch das E dran. Also, wir notieren kurz. Die Endung E ist einmal für alle Nomen mit dem Artikel die. Und für den Plural, also die Mehrzahl. Diese Form nutzen wir, wenn der Possessivartikel vor Nomen steht, mit dem Artikel der, also maskulin, oder mit dem Artikel das. Wir machen noch ein Beispiel. Wir nehmen jetzt einen Artikel im Plural. Wir bleiben bei Katze, wir nehmen Katzen, dann hieße es, das sind meine Katzen. Und noch ein Beispiel mit einem Nomen mit dem Artikel der. Das ist mein Hund, da haben wir dann das E eben nicht. Je nach Kasus ändert sich der Possessivartikel. Hier siehst du nur die Endung für den Nominativ. Gerade hatte ich dir erzählt, dass der Possessivartikel vor dem Nomen steht. Wenn ein Nomen ersetzt wird, dann sprechen wir tatsächlich von Possessivpronomen. Ein Beispiel hierfür wäre, das ist meine, also das ist meine, bezieht sich auf ein Nomen mit dem Artikel die. Wenn wir jetzt ein Nomen haben mit dem Artikel der, also zum Beispiel Hund, würde es heißen, das ist meiner, da haben wir die Endung e und r. Und wenn wir ein Possessivpronomen haben, das sich auf einen Nomen mit dem Artikel das bezieht, zum Beispiel Haus, dann würde es heißen, das ist meins. Oder das ist meines, könnte man auch sagen. Da haben wir das S bzw. E.
Ich habe dir zu diesem Thema noch einmal ein Arbeitsblatt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht es darum, dass du die Possessivartikel im Nominativ einsetzen sollst. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über ein Abo und den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.